Ja, hallo. Wir wollen heute über das Thema Leine ziehen beim Hund sprechen. Das ist ein Thema, das wir ganz, ganz oft von unseren Kunden und Kundinnen hören. Wie kann ich das meinem Hund abgewöhnen, dass er an der Leine zieht? Ist das jetzt ein Thema, das man auf Anschlag mit einer Lösung auflösen kann? Was sagst du, Natascha? Oder ist das etwas, wo man vielleicht mehrere Aspekte beleuchten sollte? Ja, leider kann man das so nicht mit einem Schlag das lösen oder gar mit einer Stunde das lösen. Unsere bestehenden Kunden wissen das eh schon, dass das ganz, ganz viele kleine Puzzleteilchen sein, die da zueinander kehren und dann ineinander greifen. Ich denke, ein ganz großes davon ist das Equipment, über das wir ja sehr viel schon auch gebracht haben in die Medien. Wir verwenden ja Geschirre und 5-Meter-Leinen. Ich zum Beispiel habe gern diese Baumwollleinen. Du verwendest andere, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, die Deluxe oder so hast du. Ja, genau, die ist eigentlich auch aus Baumwolle, nur mit einem Material umfasst, das ein bisschen robuster ist und wasserfester. Vielleicht, weil mein Hund ein bisschen ein größeres Ferkel ist, ich weiß es nicht, na. Weil man die einfach einmal, wenn sie über den Boden schleift, dröselt die sich nicht so leicht auf und ist nicht so empfindlich. Das ist der Grund, warum ich die verwende. Genau, aber weich ist sie auch zum Angreifen und man hat sehr viel Gefühl, weil die Leine ist ja ein Kommunikationsmittel und eine Verbindung zum Hund. Wenn wir spazieren gehen, das ist so entscheidend, wie gehe ich mit der Leine um und wie schaut das Equipment aus? Also ich denke, das ist einer der entscheidendsten Gründe. Die Grisha Stewart vom Behavior Adjustment Training hat sogar gesagt, dass 80% der Reaktivität von Hunden, also wie sie auf einen Auslöser, da werden wir uns nachher noch darüber unterhalten, was das alles ist, reagieren hängt von der Leine ab. Wie ist denn das bei Genau. dir beim Chewy? Also die Natascha, wer es noch nicht weiß, hat einen schwarz-weißen Landseher, der knapp 60 Kilo hat und also schon ein ganz schönes Gewicht auf die Waage bringt. In welchen Momenten zieht denn der Chewy an der Leine oder wie handelst du das mit so einem großen Hund und ist das überhaupt zum Handeln? Ja. Also es schaut nicht so aus, dass ich mir einen Bootsanker mitnehme und mich dann am Boden lege. Wo es auch lustig wäre. Nein, so machen wir das natürlich nicht. Chewy seine Momente, wo er zum Beispiel gerne zieht oder in dieses Verhalten hineinverfällt, ist, wenn es zum Wasser geht. Der Chewy liebt Wasser, Wasser, Wasser. Und er merkt sich ja alle Stellen, wo es Wasser gibt. Das heißt, da möchte er unbedingt hin. Es ist aber so, dass man den Chewy schon sehr gut halten kann. Das hängt davon ab, weil wir schon ganz viele Sachen auch gemacht haben, was das Leinenhandling verfeinern und auch, weil wir natürlich den Spaziergang so anpassen, dass er die Chance hat, ein schönes Leinenhandling zu zeigen. Das heißt, dass man ihn schnüffeln lässt, dass man ein bisschen was für seinen Kopf auch macht mit ihm und dass man bei ihm auch darauf achtet, dass der Spaziergang nicht so lang ist, weil einfach die Pia sagt das gern, der Sprit ausgeht wie beim Auto, der Tank ist dann leer und der kann dann einfach nicht mehr. Und das ist beim Chewy zum Beispiel ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist und immer zum Beachten ist. Bei Reizen gegenüber hat er auch so den einen oder anderen, den er spannend findet, wo er dann ins Ziehen verfallen könnte. Ich glaube, dass du da mit dem Socke schon sehr viel mehr ausprobiert hast oder fleißiger daran arbeitest, was Reize angeht. Ich bin da ein bisschen am Ich Muffel, würde ich muss. nicht sagen, aber Ja. ja. Mein Hobby. Genau. Das ist tatsächlich mein Hobby. Das ist ja ein großer Teil unseres Trainings, das wir anbieten, also das BAT 2.0, das Behavior Adjustment Training, wo es ja auch um Verhaltensanpassung gegenüber Reizen, Auslösern in der Umwelt geht. Also ein Auslöser kann zum Beispiel sein, ein anderer Mensch, ein Auto, ein Radfahrer, ein Hund. Und ich kann es euch sagen, wie ich meinen Hund gekriegt habe, war der sehr, sehr, sehr ängstlich.
und hat auf alles reagiert. Tatsächlich auf alles. Und das war mein bester Lehrmeister. Ich weiß, das sagen viele über ihren eigenen Hund, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr wachsen können mit meinem Hund und an ihm. Und habe es am Anfang, da habe ich genauso gelitten wie viele andere an dem, ja, oh Gott, ist das peinlich, da kommt wer und mein Hund zieht. Der hat nicht nur an der Leine gezogen, der ist auch in die Leine gesprungen und hat gebellt. Egal, was das war und sein Erregungslevel, also der Grad der Erregung ist gleich in einer Linie nach oben gegangen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich bin zwar im Klickertraining drin gewesen, aber ja, trotzdem ist die Reaktivität immer stärker geworden. Und habe dann angefangen, mich sehr intensiv mit dem Thema auch zu beschäftigen. Und mittlerweile macht es mir richtig Spaß, wenn ein Auslöser kommt, die feine Körpersprache vom Hund zu beobachten und zu schauen, was spricht er denn? Braucht er mehr Unterstützung? Schafft er die Situation noch? Und mittlerweile sind wir so, dass er viele, viele Situationen selbst bewältigen kann eben. Und das ist ganz toll. Aber wo mein Hund noch an der Leine zieht jetzt, das ist, momentan haben wir ja Rehzeit, ist definitiv im Wald. wir haben hier ganz viele Rehe hinterm Haus. Also die schlafen direkt unter unserem Haus und wohnen dort. Und da ist also kein Gewöhnungseffekt beim eingetreten, sondern die Aufregung ist jedes Mal groß. Und da ist auch ein Teil, damit mein Hund nicht an der Leine zieht, dass ich ihm so eine Köpfchenarbeit biete eben, dass er ansprechbar bleibt im Wald und dass er dort auch an der lockeren Leine durch den Wald gehen kann, dass die Umorientierung zu mir passt. All das gehört zum Leinegehen dazu, dass er nicht zieht. Also es ist nicht nur rein die Technik, sondern auch das Ganze rundherum. Wie ist der Erregungslevel? Wie ist die Auslastung? Ist er ausgeruht? Wie viele Reize haben wir vorher schon getroffen? Also wenn man vorher 3 Hunde schon getroffen hat und dann kommt noch ein Reh, ein Hase und ein Eichkatzel, wir haben das tatsächlich bei uns im Wald oft, dann ist das definitiv zu viel. Das kann er nicht mehr verarbeiten. Und da kann ich dann nur mit Ablenkung oder Managementmaßnahmen in dem Moment mehr arbeiten. Und das ist aber dann kein Lernprozess mehr. Und wir wollen aber in unserem Hundezeittraining, dass wir in die Lernprozesse starten und dass der Hund selbst lernt, Situationen zu bewältigen, weil dann klappt es auch mit dem Leinenhandling. Jetzt hast du ja am Anfang schon angesprochen, das Equipment. Ein wichtiger Teil der größten Sachen. Wie schaut denn das Equipment bei unserer Hundezeit aus? Also wir legen halt unseren Fokus aufs Geschirr. Das hat vielleicht der ein oder andere von euch schon bemerkt, mitgekriegt. Und wir haben das auch schon begründet. Wir wollen da jetzt auch gar nicht so Geschirr versus Halsband machen. Das ist jetzt nicht so unsere Sache. Wir wollen eher generell über das Geschirr reden. Also es sollte einmal gut sitzend sein. Sollte den Hund passen. Euer Hund hat einfach durchs Geschirr die Möglichkeit, sich freier zu bewegen, seine Körpersprache zu zeigen. Und wenn es dann auch dazu kommt, dass er in die Leine geht, in die Leine gar springt oder so, ist die Verletzungsgefahr einfach viel, viel geringer und ihr könnt das besser auffangen. Und durch unser spezielles Leinenhandling, also durch dieses BAD-Leinenhandling, lernt euer Hund ganz feine Signale anzunehmen. Da gibt es auch eigene Techniken dazu. Und ja, das war, glaube ich, einmal so die Sache, ganz im Groben über das Geschirr. Ja. Natürlich könnte man da jetzt noch Stunden über das reden, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend, würde ich sagen. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir hören das oft, dass die Leitern, die Hunde, wenn die an der Leine ziehen, dass die wieder zurückgezogen werden zum Beispiel? Nutzt das irgendwas? Würde bei meinem Hund jetzt nicht so viel nutzen. Und vor allem ist es für einen Hund nicht angenehm und für Menschen auch nicht. Und ich denke mir auch immer, dass man emotional dann auch so in einen Konflikt und in einen Kampf mit seinem Hund geht. Und das sollte es ja dann eigentlich im Training nicht sein. Und auch in dieser Partnerschaft, die man mehr oder weniger hat mit dem Tier, ist es dann schwierig, weil man dann immer in einem Konflikt ist und man sich dann wahrscheinlich auch schon denkt, bevor man spazieren geht, dass das heute wieder ein Kampf wird werden
Und das ist nicht so das schöne Gedanke. Wir machen auch das ganz klassische Stop and Go nicht mehr, weil das auch sehr oft zu Frustration auf beiden Enden der Leine führt. Also da gibt es schon, ich denke, bei uns ein paar schönere Dinge oder schönere Sachen, das zu lernen oder angenehmere Sachen, das zu lernen. Ja. Was da vielleicht auch noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass Druck immer Gegendruck verursacht. Und genau, dann kommt man in einen Kampf ein. Und wir wollen in der Hundezeit auf der Beziehungsebene mit dem Hund arbeiten. Und definitiv lehnen wir Leinenrucks oder irgendwelche andere Formen von aversiven Methoden ab. Und es fällt dann auch letztendlich der Lerneffekt. Wo wir schon bei Lerneffekt sind. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, wie mache ich denn das jetzt? Wenn der Hund jetzt zum Beispiel drüben eine spannende Schnüffelstelle hat und dort hinzieht und der Mensch geht hinterher, was passiert denn dann da? Weil das haben wir ja ganz häufig in den Spaziergängen, genau, wenn ihr jetzt einmal drüber nachdenkt, wie oft geht es ja einem Hund nach angespannter Leine? Was passiert denn dann da? Also das, was da passiert, ist, dass er sich dann belohnt an dieser gespannten Leine, weil er ja dorthin kommt, zu dieser Schnüffelstelle. Das sollte man eben folglich nicht machen und das eben vermeiden und vielleicht sich selber einmal ein bisschen reflektieren beim Spaziergang, wie oft man denn den Hund dann angespannt alleine nachgeht und er so seine Bedürfnisse befriedigen kann an dieser Leine. Ja. Vielleicht, dass er das einmal für euch so ein bisschen reflektiert, einfach wie der Spaziergang im Allgemeinen aussieht, vielleicht auch wie der Spaziergang so aussieht, ob euer Hund überhaupt sehr viel zum Schnüffeln hat, geht es ihr irgendwo, wo es spannend für ihn ist, oder seid ihr nur im Wald unterwegs mit eurem Hund, oder seid ihr nur in der Stadt unterwegs, dass man das für sich so einmal überlegt, weil der Spaziergang sollte ja dann doch für euch bade was sein. Aber zum größten Teil denke ich, dass man dann schon für den Hund spazieren geht. Genau. Und vielleicht, dass man da ein paar Sachen von der Köpfchenzeit einblendet. Das wäre sehr nett. Die Bier hat da mit einer Money Challenge gestartet. Ja. Das könnte man da noch ausbauen. Genau, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die Money Challenge. Das ist eine Form von Verlorensuche. Das kann man natürlich mit einem Spielzeug machen. Wir haben es jetzt mit Geldscheinen ausgebaut. Das ist schon die fortgeschrittenere Variante, wo der Hund einfach der Spur, die man gerade im Spaziergang entlanggangen ist, wo man unauffällig was fallen lässt und den Hund auf dieser Spur zurückschickt, dass er den Gegenstand eben sucht. Das mache ich momentan sehr, sehr gerne im Rehgebiet, weil man das eben auch an der Leine schön machen kann. Und schön unter, also den Hund trotzdem unter Kontrolle hat auch. Aber zum Thema, weil du vorher gesagt hast, Bedürfnisbefriedigung. Im Badtraining gibt es eine ganz tolle Übung, die nennt sich Follow Your Dog, also folge deinem Hund, die wir auch machen, wo man dem Hund an lockerer Leine, wir sagen immer, es sollte ein schöner Smiley in der Leine sein. Und Bad ist ja eine zweihändige Leinenführung, wo man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, auch seinen Körper zu positionieren und den Hund dort dementsprechend zu unterstützen. Ist das nicht ein Widerspruch für sich, wenn man, also follow your dog, wir folgen dem Hund und lassen ihn dann auch mal schnüffeln, ja wunderbar, aber verliert man da als Mensch nicht die Kontrolle dann in dem Moment? Ich denke nicht. Nein, ich weiß, dass es nicht so ist. Wir machen das eben. Da geht es viel darum in diesem Badtraining oder eben speziell bei Follow Your Dog, dass man sich als Mensch lernt, so zu positionieren, dass man dem Hund so quasi mit im Weg steht. Das heißt, wenn der denn da gerade beim Zeitunglesen ist, dass ich dann mich nicht gerade auf den Satz hinaufstelle, den er gerade liest, plastisch ausgedrückt sozusagen. Das heißt, dass man dem Hund den Freiraum gibt und das ist auch sehr, also den Freiraum gibt, seinen Weg zu gehen, einer spannenden Spur noch zu schnüffeln. Natürlich das sollte er dabei schon in seinem Kopf bleiben und sich nicht völlig verlieren in der Spur. Also das heißt, es schaut nicht so aus, dass ihr der Rehspur hinten noch rennt, sondern dass das schon sehr locker ist. Also euer Hund ist im Körper sehr locker, ihr seid sehr locker, könnt ihn schön hinten noch folgen. Für das ist das gedacht. Ja, jetzt habe ich mich irgendwie verloren im Satz. Weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte.
Ablehnkontrolle, genau. Ja. Also da geht es eher darum, dass ihr lernt, euch zu positionieren und euren Hund nicht im Weg steht und dem dadurch, dass euer Hund dadurch Bedürfnisbefriedigung kriegt, dass er den einmal dorthin gehen kann, wo er hingehen möchte, weil wir ja sonst eigentlich alles im Leben von unserem Hund bestimmen. Sprich, wo er schläft, wann er schläft, was er frisst, alles. Und da denke ich, dass man ihm schon den Freiraum geben kann, einmal Follow Your Dog zu machen und dem dort zu folgen. Genau. Das bietet sich übrigens sehr schön in Parks an. Da ist das eine tolle Idee. Wo man eine Fläche hat, wo man auch wirklich dorthin gehen kann, wo der Hund will und nicht gleich wieder an einer Straße angrenzt oder so. Und da haben wir nämlich jetzt den entscheidenden Punkt. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Wenn ihr euren Hund, das muss nicht den ganzen Spaziergang lang sein, aber wenn ihr euren Hund 5 bis 10 Minuten, sofern es die Umwelt und die Umgebung, wo ihr euch befindet, zulasst, folgt und er da seine Bedürfnisse befriedigen kann, wird er nicht an der Leine ziehen, weil er ja dahin kommt, wo er hin möchte. Natürlich ist dieses Follow Your Dog immer an lockerer Leine, weil er ja lernt, er soll ja lernen, dass er mit der lockeren Leine überall hinkommt, wo er mag. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man jetzt ständig, das ist auch so eine Thematik, die wir oft im Training erleben oder wo die Fragen kommen, wenn man jetzt immer die gleichen Spaziergewege geht und seine Runden hat und sehr geradlinige Wege geht, neigen die Hunde oder sehr, sehr weite Flächen, Wiesenflächen, dann neigen die Hunde oft einmal auch sehr dazu zu ziehen. Deshalb ist diese Follow Your Dog Übung eine schöne Übung, die man zwischendrin einmal so einbauen kann, damit der Hund wieder Bogen und Kurven geht einfach und von dieser geraden Linie und von diesem Zug der Leine dann wegkommt. Jetzt verwenden wir 5 Meter Leinen. Sind die nicht ein bisschen lang, dass man da die Kontrolle verliert? Wie macht man das in der Stadt dann? Genau, über dieses Bad-Leinen-Handling habt ihr die Chance oder ihr lernt es bei uns, diese Leine speziell aufzunehmen. Das ist eine zweihändige Technik und ihr könnt die Leine verlängern und verkürzen, je nachdem, wie ihr oder euer Hund das braucht. Und ihr könnt auch in der Stadt mit dieser Leine gehen, weil man die gut aufnehmen kann und dann eben so verkürzt halten kann, dass man das auch in der Stadt sehr schön machen kann. Mhm. Und das ist gerade in der Stadt vielleicht für Hunde, die noch nicht so ganz gelassen da durchgehen, eine schöne Möglichkeit, mit dieser Leine zu laufen, weil sie, wenn der Platz besteht und sie die Möglichkeit haben, dann noch einmal 3-4 Meter in der Stadt gehen können und sie einen eigenen Weg gehen können und sie in ein Tempo sich anpassen können. Da sind wir vielleicht auch schon wieder bei einem Punkt, dass es oftmals hilft, das Tempo ein bisschen rauszunehmen aus dem Spaziergang. Das heißt, dass ihr langsamer werdet, dass ihr ein bisschen Nasenarbeit einbringt, dass ihr und euer Hund ein bisschen euch entspannt und runterkommt, sozusagen. Ja. Das wäre eine nette Sache. Das heißt, man macht vom Erregungslevel her ein bisschen einen Wechsel der Spaziergänge. Man sollte in dem Spaziergang also nicht immer nur rennen und das gleiche Tempo und immer nur grad gehen. Also dann werden die Hunde auf jeden Fall weniger schnüffeln. Der Fokus liegt mehr auf diesem Speed eben und aufs Geradeausrennen. Und da wird ja einiges dann an Adrenalin im Körper ausgeschüttet, wenn sie so laufen, dass man da vom Erregungslevel her so Bögen drinnen hat, dass man kann ruhig einmal schneller werden, man kann ruhig wandern gehen, das ist alles gar kein Thema, aber auch einmal einen verlangsamenden Prozess einbauen in den Spaziergang. Genau. Abwechslungsreiche Spaziergänge machen, also nicht immer nur die gleichen Wege gehen und das, da würde jetzt wer mit ins Bild. Okay. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Das ist ja mal wieder klar, ja. Der das Meeting stört, ja. Filmkarriere startet. Er ist öfters dabei bei den Zoom-Meetings mit den Jugendlichen, deshalb glaubt genau. Er, das gehört irgendwie dazu, ja. Aber wir waren gerade bei den abwechslungsreichen Spaziergängen, wie siehst du das? Ja, er findet das auch gut. Ja, genau.
Und dann ist es ein bisschen so zu sehen, wenn man dann diesen Spaziergang, das ist auch sehr abhängig, wie lang ist der Spaziergang, was natürlich von der Rasse abhängig hat. Wenn jetzt ein Hund sehr kurze Beinchen hat, sollte der Spaziergang natürlich nicht so lang sein wie bei einer größeren Rasse. Gell? Da ist einfach dann zu schauen, dass man das, auch das Tempo auch wieder anpasst und die Länge des Spaziergangs und wie man den Spaziergang aufbaut. Wenn das jetzt ein üblicher Weg ist, wo der Hund jede Zeitungsecke schon ausgeschnüffelt hat und kennt, dann würden wir euch empfehlen, da auch mehr Köpfchenzeit, also Beschäftigungen für den Kopf einzubauen, um die Strecke dann auch interessanter zu machen. Wenn ihr einen neuen Weg geht, dann werdet ihr sicher die Erfahrung gemacht haben, dass euer Hund mehr zieht. Und da ist es dann tatsächlich so, dass er da auch jetzt nicht großartig Verlorensuchenspiele braucht, weil er ja mit der Umwelt genug zu tun hat und da eh schon ausreichend mit seiner Nase beschäftigt und ausgelastet ist, dass man das so ein bisschen anpasst. Natascha, also, also man sieht, es sind ganz, 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 ganz viele Aspekte, was das Leine ziehen oder generell das Leine gehen würde ich es positiv nennen, betreffen. Es gibt da ganz, ganz viele Schräubchen, an die ihr drehen könnt, über die ihr nachdenken könnt oder reflektieren, wie auch immer. Wir bieten da jetzt momentan ganz viel Input zur Köpfchenzeit, eben mit dieser Money-Challenge zum Beispiel oder normale Spielzeugsuche und da werden jetzt auch noch ein paar andere Sachen kommen. Also es gibt ja ganz, ganz viel, was das beeinflusst, dieses Leinegehen. Aber eine solide Grundbasis mit einem guten Equipment und einem gut gelernten Leinenhandling im Allgemeinen ist einmal das Fundament sozusagen, würde ich sagen. Genau. Das ist also die Basis, die man bei uns in den ersten Stunden vom Training, vom Leinenhandling lernt. Und alles rundherum wird dann gebaut, dass es ein gesamtes Puzzle ergibt, kann man sagen. Also es gibt jetzt nicht die Ursache, warum der Hund an der Leine zieht, sondern man sollte tatsächlich das ganze Komplex betrachten. Ganz ein wichtiges Thema ist natürlich auch noch das Thema Schmerzen. Hat der Hund irgendwo im Bewegungsapparat Schmerzen? Sitzt die Ausrüstung gut genug? Weil es nutzt auch ein Brustgeschirr nichts, wenn es irgendwo drückt und scheuert und dem Hund auch Schmerzen bereitet. Oder hat der Hund generell irgendein gesundheitliches Thema im Generellen? Mhm. Das ist natürlich immer als allererstes zum Abklären und zum Lösen, weil davor macht Training einfach keinen Sinn. Ja, ja. Also da sind wir immer sehr bedacht drauf, wenn wir sehen, dass ein Hund Schmerzen hat, wenn er uns vorstellig wird oder das erste Mal zu uns kommt, dass das als erstes abgeklärt ist, weil man sonst mit dem Training einfach über ein gewisses Maß nicht hinauskommt oder sogar ein Training gar nicht möglich ist. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass es dem Hund gut geht. Und dann kann er auch wirklich erst lernen. Das ist nicht anders als bei uns Menschen. Ja. Genau. Natascha, wenn du jetzt vom Spaziergang zurückkommst, und der Spaziergang war sehr aufregend für den Chewy oder für die Mia, wie machst du das dann, dass sie zur Ruhe kommen? Hast du da noch Tipps für unsere Zuschauer? Also mittlerweile seien sie ja schon alte Hasen, sage ich einmal. vor allem die Mia, das ist meine Hündin, die kennt das schon. Aber sonst ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für die Hunde noch einen Cooldown zu machen. Also sprich, das ist das Gegenteil vom Warm-up. Das heißt, ihr bringt eure Hunde aktiv in die Ruhe. Man kann ihnen eben Kauartikel anbieten, ihren Lieblingsplatz anbieten. Es gibt je nach Hund, je nachdem, kann man das mit Musik zum Beispiel, also mit Sachen so wie Relaxo Dog, ohne Werbung machen zu wollen oder irgendwas, das hinterlegen und das dem Hund so angenehm wie möglich machen, damit er auch entspannen kann, in die Entspannung reinkommt und diesen Spaziergang verarbeiten auch kann oder generell die Arbeit mit euch verarbeiten kann. Das ist auch sehr schön, wenn man das noch die Trainingseinheiten macht. Das hat einen positiven Effekt und man sollte das auf jeden Fall anfangen. Das ist zwar für uns Menschen manchmal ein bisschen langweilig und man denkt sich so, habe ich nicht so eine Lust drauf, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und
Ja, das etabliert sich dann über die Jahre, glaube ich, so. Das heißt, die Auslastung zwischen Ruhe, Aktivität sollte sich einfach die Balance halten. Und viele Hunde brauchen viel, viel mehr Ruhe, als ihre Besitzer und Besitzerinnen denken. Das ist eigentlich bei uns auch so ein bisschen das Hauptthema. Die meisten meinen es viel zu gut. Wenn der Hund mehr schläft und zur Ruhe kommt, dann ist es auch oft so, dass der Erregungslevel einfach durch den Tag nicht so hoch verteilt ist und die Hunde viel besser und konzentrierter an der Leine gehen können. Weil die Hunde kommen ja nicht auf die Welt und sagen, juhu, ich hänge an der Leine und ich kann das jetzt, sondern das ist tatsächlich viel, viel Übung. Und natürlich, je länger die Leine ist, desto mehr Freiheiten hat der Hund mit der entsprechenden Technik, haben wir aber auch die Kontrolle und die Sicherheit dann über den Hund. Und gerade mit der BAT-Methode, die wir lernen, ist es eben so, dass auch gegenüber Reizauslösern das Ganze sehr sanft und moderat gestaltet werden kann, dass der Hund immer noch Entscheidungen treffen kann und das alles an der lockeren Leine. Genau. Dazu gibt es übrigens schon Videos auf unserem YouTube-Kanal, beziehungsweise auch auf Instagram. In unserer Highlight-Story haben wir das abgespeichert. Da kann man sich das alles so ein bisschen anschauen. Und wer sich natürlich dafür interessiert, kann sich gern bei uns melden. Das wird uns auf jeden Fall freuen. Nach der Krise. Genau, nach der Krise. Wir wissen immer noch nicht, wann wir aufsperren dürfen wieder. Wir sind noch in abwartender Haltung, aber wir geben die Information dann so bald wie möglich raus. Genau. Na gut. Ich denke, das war eh schon wieder relativ viel. Ja. Und wir freuen uns, alle wieder zu sehen. Genau. Ich hoffe, wir haben euch so ein bisschen einen Überblick geben können über Ursachen und Gründe, warum der Hund an der Leine zieht. Ihr könnt gern noch weitere Fragen an uns richten und stellen. Wir sind gern für euch da. Und wünschen euch dabei alles Gute und alles Liebe, bis wir uns wiedersehen. Tschüss. Tschüss.